Der Centauri-Knoten ist ein alter Festmacher-Angelknoten mit einer Knotenfestigkeit von etwa 90%. Der Knoten eignet sich hervorragend zum Befestigen einer monophilen Schnur an Öhrhaken, Wirbel und Ringe. Geknotet wird der Centauri, indem die Schnur durch einen Ring geführt wird, dann eine Windung um den stehenden Schnurteil, es folgt eine zweite Windung und eine dritte Windung. Die lose Schnur, auf der Zeichnung rot markiert, umschließt im letzten Bindeschritt alle drei Windungen. Nach dem Straffziehen erzeugt der Knoten eine Schlinge, die sich durch Zug am stehenden Schnurteil zum Ring bewegt. Ich binde den Knoten zunächst mit einer gut sichtbaren Schnur. Schnur durch den Ring und etwa 10 cm weiter durchziehen. Wie hier gezeigt, eine Windung über den stehenden Part legen. Es folgt eine zweite und dritte Windung. Die lose Schnur von unten durch alle drei Windungen führen. Loses und stehendes Ende festhalten. Windungen loslassen. Den Knoten durch Zug zum Ring führen. Bei starker Schnur den Knoten noch etwas in Form bringen. Abschließend das Schnurende kürzen. Und nun der Centauri-Knoten mit einer 30er monophilen Schnur. In der Regel ordnen sich die Windungen beim Zusammenziehen selbst in korrekter Reihenfolge aus. Manchmal muss aber durch Strecken der Bindung etwas korrigiert werden. Vor dem Festziehen sollte die Schnur angefeuchtet werden. Das erhöht die Knotenfestigkeit. Ende kürzen. Fertig ist ein perfekt gebundener Centauri-Knoten. Die Nahaufnahme zeigt den Centauri von vorn und von hinten.
Durch die nur drei Windungen ist der Knoten für dünnes Geflecht weniger geeignet. Mit Mono gebunden gehört der Knoten zu den Favoriten unter den Festmacherknoten. Doppelt geknotet ist der Centauri ein hervorragender Schnurverbindungsknoten. Den doppelten Centauri stelle ich in einem der nächsten Videos vor. Petri Heil.